Oh Jesus, ich hatte gerade einen Traum. Was muss ich denn eigentlich tun, um in den Himmel zu kommen? Was ist das wichtigste Gebot? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig. Wenn du deinen Nächsten lieb hast, dann steht dir der Himmel für immer offen. Aber eine Frage habe ich da doch noch. Wer ist mein Nächster? Ich frag mich nur, was der damit gemeint hat. Wer soll denn nun mein Nächster sein? Hier ist doch gar keiner. Hallo, na, was? Aua! Ah. Hey! Ah, mein Arm! Hey, du da, komm mal her! Ja, hilf mir mal! Vielleicht hat er Gift gegessen. Ja. Oder vielleicht hat er zu lange gefeiert. Nein. Das geschieht ihm ein bisschen recht. Nein. Mhm. Doch. Der Hilfe. Sieht wirklich nicht gut ein aus. Bisschen creepy. Also, mir ist kalt, lass nach Hause gehen. Ja. Und auf Nein. Nein, nicht wegnehmen. Hey. Lass uns Kaffee trinken. Und einen Tee. Ah, keiner hilft mir. Hm. Was ist passiert? Da kamen zwei Räuber und die haben mich umgehauen. Wo ist es passiert? Hier, gerade hier war das. Ich konnte nicht mehr weitergehen. Und wann ist das passiert? Das war so vor 2 Minuten. Okay, ich verarzte sie jetzt. Aua. Gut. Kriege ich ein Pflaster? Ja, du kriegst 2 Pflaster. Sie sind sehr nett. Nicht so wie die anderen, die sind einfach an mir vorbeigegangen. Oh. Komm, ich helfe sie Ihnen jetzt hoch. Ja. Oh. Ich kann nicht so richtig. Warte hier mal, ich klopf mal an. Schönen guten Tag. Kann ich denn helfen? Ja, ich habe hier einen Verletzten auf der Straße gefunden. Oh weh. Können Sie ihn aufnehmen? Natürlich.
Man darf keinen Verletzten draußen lassen. Okay. Komm dann bitte rein. Ja. Wer von den dreien, die dir über deinen Weg gelaufen waren, war dein Nächster? Der barmherzige Samariter, der mir geholfen hat. So sollst du es auch machen. Und der Himmel steht dir offen. Ja, schönen guten Tag. Hallo, ich habe gestern den Verletzten gebracht. Ja? Ich möchte sie gerne bezahlen, damit sie ihn auch gut versorgen können. Ja, das mache ich. Wie geht's Ihnen denn heute? Geht Ihnen schon etwas besser. Möchten Sie mal nach ihm schauen? Ja, gerne. Dann kommen Sie bitte rein. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, wo der Patient liegt. Okay. Bitte schön. Schön leise. Er ist noch ein bisschen geschwächt. Er ist ja jetzt hier gut versorgt. Das denke ich auch. Okay. Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr auch mal so sein wollt wie ich und jemandem helfen wollt, dann habe ich hier für euch ein Trostpflaster. Gott, lass mich wachsen, soll du mir nahe, schütze meine Gedanken, nimm die Sorgen von meinen Schultern, lass mich Liebe spüren, gib mir Kraft, lass mich nicht alleine und pass auf mich auf. Passt auf euch auf und auf die Maus. Die hat sich dieses Mal so gut versteckt, die könnte man glatt vergessen. Und das nächste Mal zeigen wir euch, ob auch so Strolche in den Himmel kommen, die andere ärgern, sie verkloppen und die Jacke klauen. Ihr wisst, was ich meine. Bleibt mutig und stark.